Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Es ist Oktober, es ist bald Halloween und ich dachte, was könnte man spielen, was zum Thema Halloween passt? Und da dachte ich, hey, Costume Quest ist schon sehr lange in meiner Steam-Bibliothek und ich habe es bisher immer noch nicht ausprobiert. Aber ich glaube, es ist ganz niedlich und ja, es hat das Thema Halloween. Ja, Kostüme, Verkleiden, Monster bekämpfen, Süßigkeiten, bekommen. Trick or treating. Gut. So, wir spielen mit Controller, aber irgendwie ist es trotzdem hier so eine Maus im Bild. Das ist nicht so schön. Okay, ich würde mal sagen, wir springen direkt ans Spiel. Ich hoffe, der Ton ist nicht zu laut. Man hört mich gut. Ja, los geht's. Costume Quest. Es gibt ja auch noch ein kostenloses DLC. Das können wir dann spielen, wenn wir mit der Main Story durch sind. Also, los geht's. Platz 1. Ja. Hui. Okay. Ein Kürbis. Kinder, ich weiß, dass es hart ist. Oh, das geht aber schnell. Aber heute ist Halloween, also zieht bitte los und macht euch neue Freunde. Mama, bei Halloween geht es nicht darum, Freunde zu finden. Hier geht es um Schrecken. Und Süßigkeiten. Es geht darum, der Welt zu zeigen, wer du wirklich bist. Nun, selbst wenn ihr keine neuen Freunde findet, so denkt daran, dass euer bester Freund immer der Bruder oder die Schwester ist. Bäh. Igitt. Und deshalb müsst ihr zusammenbleiben. Sonst bekommt ihr Hausarrest. Auf gar keinen Fall. Ich werde nicht mit meinem kleinen Bruder losziehen. Du bist nur 10 Minuten älter als ich und ich bin der Größere von uns beiden. 10 Gramm dümmer. Und du bist 10 Kilo hässlicher und du bist 10... Oh, das geht mir bitte schon. Keine Streitereien. Ja, ich schätze, ich muss einen von euch als Anführer einteilen, damit es keinen Streit gibt. Okay, wir können jetzt wählen, ob wir das Mädchen oder den Jungen spielen. Naja, ich bin ein Mädchen. Also wählen wir mal die große Schwester, auch wenn sie nur 10 Minuten älter ist. Ren, du übernimmst die Führung. Soll das ein Scherz sein? Mund halten, Sklave. Okay, wir spielen also Ren. Wenn du mir diesen Abend vermasselst, dann schwöre ich dir, werde ich wange mal sagen, dass du mit der Katze gemacht hast. Aber wir können bei deinen schrecklichen Kostümen von Glück reden, wenn wir überhaupt Süßigkeiten bekommen. Aber bringen wir es hinter uns. Okay, Level 1. Woo! Haha, okay. Oh, hier gibt's Süßigkeiten. Keine Sorge, Schwesterchen, ich bin direkt hinter dir. Haben wir das jetzt eingesammelt? Ich weiß doch nicht so ganz. Ah ja, wir haben 2 Süßigkeiten. Wo sollen wir als nächstes hin? Wir können ja mal hier klingeln, oder wie? Süßes, sonst gibt's Saures! Es ist Halloween und nicht Mülltag. Eigentlich wollte ich den ganzen Beutel Süßigkeiten den nächsten Kindern geben, die an meine Tür kommen. Aber aua, dieses Kostüm. Ihr nehmt das was von diesen abgestandenen Diätmarzipan. Während ihr es esst, solltet ihr darüber nachdenken, wie sehr schlechte Kostüme ihr habt oder so. Ich wusste, dass uns dein dummes Kostüm einen Strich durch die Rechnung machen würde. Woher willst du wissen, dass es nicht dein Kostüm war? Vielleicht hassen sie beim nächsten Haus Roboter und lieben Müll. Ich meine Süßigkeiten. Da, schau nur, in diesem Haus ist Licht. Das bedeutet, dass jemand zu Hause ist. Lass uns da hingehen. Okay. Es tut mir leid, dass ich zu langsam bin beim Vorlesen, aber der Text geht echt schnell. Schauen wir mal, was es hier gibt. Ich habe ein ungutes... Nein, ich habe ein gutes Gefühl bei diesem Haus. Und du? Hä? Wo bist du hin? Du ruinierst mir meinen Ruf. Ich kann es mir nicht leisten, mit dir und deinem schäbigen Kostüm gesehen zu werden. Nun, dann bleiben eben mehr Süßigkeiten für mich übrig. Ich weiß nicht, ob man das in den Einstellungen ändern kann. Was soll das überhaupt darstellen? Süßes, sonst gibt's Saures. Verschwinde, Mensch. Ich durchsuche dieses Haus nach Süßigkeiten. Ah! Heilige Mama, komm her, du sprechende riesige Süßigkeit. Lass mich runter, ich bin keine Süßigkeit. Oh oh. Ach na toll. Okay. Wo sind sie hingelaufen? Was zum... Ich sagte aufmachen. Der Grubin.
Und ich sagte, hau ab! Aber ich habe eine Süßigkeit. Und ich habe Befehle und die besagen, dass keine Grubbins zurückkehren dürfen, bevor nicht alle Häuser von Süßigkeiten befreit sind. Aber das ist eine besondere Süßigkeit, ganz riesig und wabbelig und sie kann Sachen sagen. Lass mich runter, du Kröte. Hast du das gehört? Bourgeon muss sich das ansehen. In Ordnung, wirf das mal zur Untersuchung rüber. Sag Bourgeon, es war Gus von Sektion 5, der es gefunden hat, okay? G-U-S. Gus. Ah! Au. Hey, Gus! Ich bin die Einzige, die meinen Bruder umherwerfen darf. Oh, das hättest du eigentlich nicht sehen sollen. Jetzt müssen wir kämpfen. Oh, oh. Gut, dass du nur ein mickriges, kleines Menschenbaby mit einer Schachtel auf dem Kopf bist. Das reicht! Ich bin diese lästigen Leute und Monster Light, die versuchen, mir mein Halloween zu versauen. Es wird Zeit, dass du erfährst, wie man bei mir zu Hause Saures austeilt. Wah! Transformation! Ah, wie geil! Jetzt sind wir ein Transformer gegen den Grubbin. Grubbin, du bist in einem Kampf eingestiegen. Besiege das Monster im Kampf, um Erfahrungspunkte, Süßigkeiten und andere Belohnungen zu erhalten. Drücke X, um deinen einfachen Angriff auszuführen, okay? Achte auf das Timing. Während deiner einfachen Angriffs hast du die Chance, zusätzlichen Schaden zu verursachen. Folge den Anweisungen, bevor sie wieder am Bildschirm verschwinden. Wenn du das schaffst, sind deine Angriffe viel stärker. Muss ich jetzt Y drücken, oder was? Oh. Ich habe jetzt gar nichts gemacht. Jetzt Y drücken. Lesen. Viel Erfolg. Raketenhagel. B. Muss ich auch noch auf meinen Controller gucken. Ich spiele so selten mit Controller. Autsch. Jedes Kostüm verfügt über eine Spezialfähigkeit, die sich während des Kampfes auflädt. Deine Spezialfähigkeit ist jetzt voll aufgeladen und einsatzbereit. Drücke Y, um deinen Raketenhagel einzusetzen. Jo, ab geht's! Boom! Sieg! Ja, nice. Das ist richtig cool. Wir sind ein Transformer. Oh. Eine Hexe! Nicht der gewöhnliche Halloween-Fan, oder? Nun ja, Halloween ist irgendwie mein Ding. Hey, hast du eine kleine, dumme, super uncoole, nervige Person hier gesehen? Ich muss ihn finden, sonst bekomme ich Hausarrest. Ha, jeder in dieser normalen Welt ist dumm und nervig und im Augenblick bist du am allernervigsten. Jetzt verschwinde, bevor ich mich gezwungen sehe, dich verschwinden zu lassen. Hey, wen nennst du normal? Ich sollte dich meinen Raketenfaust schmecken lassen. Wie bitte? Ich konnte dich wegen des plötzlichen Tornados nicht hören. Was? Ah! Oh, mein Kostüm ist weg. Hexe. Mein Kostüm ist weg. Reynold ist weg. Mein Halloween ist ruiniert. Der einzige Tag, an dem es mir nicht egal ist. Der einzige Tag, auf den ich ein Jahr lang gewartet habe. Ruiniert. Meine Mama wird mir Hausarrest geben, weil ich Reynold verloren habe. No. Eine Katze. Und jetzt wird auch noch diese Katze auf mich kotzen. Ich glaube nicht. Was hast du denn da, Kätzchen? Ah. Hey, das ist das Muster für mein Roboterkostüm. Wo hast du denn das her? Jetzt muss ich nur noch die Materialien finden, die hier aufgelistet sind, um mein Roboterkostüm zu basteln. Hier, diese wunderbare Katze ist abgehauen, bevor ich mich bedanken konnte. Oh, da hinten ist ein Gespenst. Inhalt wird gespeichert. Okay, Aufgabe hinzugefügt. Roboterreparatur zum Ansehen. Y drücken. Deine Sammeltüte kann manche Objekte zerschlagen. Okay, das heißt, ich kann jetzt hier gucken. Oh, ich habe sehr viele aktive Aufgaben. Hilfe! Ach, mit LT... Willkommen, suche Reynold, finde mehr über die unheimliche Hexe heraus, die mein Kostüm gestohlen hat. Dorsilla hat mein Kostüm ruiniert. Ich muss es reparieren. Finde mein Roboterkostümmaterialien. Okay. Muster. Fundiert Bezirk Owen Pines. Diese Sachen muss ich also finden. Hm.
Okay, es gibt also sehr viel zu tun. Ach, mit X kann ich diese Kürbisse zerhauen. Und da sind auch Süßigkeiten drin. Genauso wie in den Müllbeuteln oder was immer das ist. Nice. Noch mehr zum Zerschlagen. Weiß ich ja gar nicht, was ich jetzt als erstes tun muss. Aber das ist auf jeden Fall cool, also mit diesen Transformationen und dass man dann gegen Monster kämpft. So, und hier ist noch... Du hast eine Schatzkiste gefunden. Man weiß nie, was sich in so einer befindet. Hoffentlich kein Monster. Du hast ein Kostüm gefunden. Versuche, alle versteckten Kisten zu finden. Aha, ein Pappkarton. Ein wichtiges Element für mein Roboterskostüm. Ich frage mich, wer ihn in diese seltsame Kiste gelegt hat. Okay. Das heißt, wir haben jetzt einen Teil. Finde drei Kostümbestandteile, um ein Kostüm zu machen. Jo, okay. Ach so, mit A. Was haben wir hier? Du hast ein Kostümmaterial bekommen. Alufolie. Okay. So langsam läuft die Sache doch. Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Und ob es hier irgendwie eine Karte oder sowas gibt. Sonst verlaufe ich mich doch. Und hier ist auch noch eine Kiste. Du hast ein Kostümmaterial bekommen. Rollschuhe. Wuhu. Du hast alle Kostümbestandteile gefunden, die du brauchst, um das Roboterkostüm zu basteln. Nice. Nun bin ich wieder mein Roboter. Mein Transformer. Okay, wir wollen alle Süßigkeiten sammeln, die es gibt. La 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 la. So. Hey, warum hast du das getan? Ich befolge nur meine Befehle, Kind. Bleib uns auf dem Weg. Plop. Was habt ihr mit meinem Bruder gemacht? Tut mir leid, ich habe keine Zeit zum Plaudern. Der Zeitplan ist sehr eng. Bis dann. Hey, ich stinke nicht. Wirst du aber noch, wenn du die ganze Nacht bei diesen Mülleimern stehen bleibst. Manche Kostüme bieten Spezialfähigkeiten, die dir in kniffligen Situationen helfen können. Halte B gedrückt, um deine Kostümfähigkeit zu nutzen. Ah, wir können jetzt mit Rollschuhen fahren, aber ich wollte erstmal hier noch reingucken. Okay. Wuhu! Oh, Moment, hier kann ich auch noch... Ich kann das durch die Wand schlagen. Hui! Sehr gut. Gibt's hier noch irgendwas für mich? Jetzt durch das große schwarze sprechende Monstertor. Aufgabe erledigt, du bekommst 300 EP. Wuhu! Ich will aber gerne hier irgendwie rein, damit ich da zu dem Geist kann. Und da sind noch überall Süßigkeiten. Die blinken. Oh, hier ist eine Polizistin. Ich muss da durch. Die Monster haben meinen Bruder durch das schwarze Tor da mitgenommen. Tut mir leid, Kind. Die Straße ist wegen eines Verkehrsunfalls gesperrt. Na toll. Das heißt, ich komme da jetzt nicht durch. Kann ich denn irgendwie nochmal Trick or Treat machen? Wahrscheinlich nicht. Der Zug ist abgefahren. Okay, dann schauen wir mal, ob hier noch irgendwo Süßigkeiten versteckt sind. Oder sonst irgendwas. Kann man eigentlich irgendwie die Kamera drehen? Nee. Na gut. Das ist mein Zuhause. Ich habe es definitiv nicht eilig, nach Hause zu kommen. So, macht Sinn. Okay, hier scheint es aber auch nichts zu geben. Oh, hier ist noch was. Ich komme wahrscheinlich nicht über die Rampe, wenn ich meine Rollschuhe benutze, oder?
Dann kann ich mich nur ein bisschen schneller bewegen. Irgendwie muss ich doch da langkommen. Aber wie? Ich einfach überall gegenhaue. Batsch. Süßigkeiten. Immer der Eingang von der anderen Seite. Habe ich hier noch was vergessen? Noch eine Mülltonne. Oh. Was ist denn hier los? Hey Kerl, es gibt jede Menge Süßigkeiten einzusammeln. Ich bin ein Mädchen, du Depp. Was für ein Chauvinist. Du stehst zwischen mir und meinen Süßigkeiten. Nein, du. Und dumm bist du noch dazu. Was auch immer. Er ist neu. Hey, kann ich mich an dir vorbeiquetschen? Fass mich nicht an, sonst wickel ich dich ein. Okay, dieses Wortspiel erlaube ich dir, aber keine weiteren. Danke, Travis, für... Au, die Erläuterung zum Begriff Nervensäge. Könntest du... Au, mich jetzt bitte in Ruhe lassen? Du hast keine Erlaubnis hier, um Süßigkeiten zu betteln, Everett. Alle neuen Kinder müssen warten, bis sie dran sind. Hey, was ist hier los? Es wird Zeit, dass ihr neuen Kinder lernt, dass es heute Abend in dieser Gegend nur darum geht, dass ich Süßigkeiten bekomme. Tatsächlich? Ich dachte, es ginge darum, dass du Saures bekommst. Weißt du, mir fällt gerade auf, dass ich noch nie einen Roboter verkloppt habe. Komm her! Lauf, tapfere Samariter! Er ist ebenso schnell wie unempfänglich für Vernunft. Aufgabe hinzugefügt. Auf Schutz programmiert zum Ansehen. Y drücken. Suche Reynolds, dieses gesammelt. 2 von 20 Häuser. Finde mehr über die Hammer. Auf Schutz programmiert. Hier. Rüpel tyrannisieren die Schwachen in Auburn Pines. Jemand muss sie aufhalten. Benutze die Schubfähigkeit meines Roboterkostüms, um schneller als Travis zu sein. Okay. Okay, wir haben jetzt hier unseren Roboter. Können wir uns das Kostüm nochmal angucken? Okay, es gibt 4 Kostüme, oder was? Noch? Nein. Halloween-Karten. Ja. Achso, das machen wir mit dir. Ah, okay, erledige Aufgaben. Wir haben eine erledigt. Yay. Okay, ich soll jetzt Schutz suchen. Nee, wir können noch mit den anderen Leuten reden hier. Hi, wenn es dir nichts ausmacht. Zurück, es sei denn, du willst einen Fluch auferlegt bekommen. Ja, einen Fluch aus Feuchten. Fäusten. Aus feuchten Fäusten. Hi, könntest du eine Sekunde Platz machen? Zurück, sonst wirst du gleich von Kopf bis Fuß eingewickelt. Wegen deiner Verletzungen. Verstanden? Nicht, weil wir dir ein Kostüm leihen. Entschuldigung, ich muss ein paar Süßigkeiten einsammeln. Was du nicht sagst. Das ist in dieser Stadt unsere Aufgabe. Ein 30%iger Anstieg des Süßigkeitenumsatzes, seit wir die Kontrolle übernommen haben. Der Typ ist komisch. Entschuldigung, ich möchte gerne durch. Entschuldigung, ich drehe gerne durch. Ja, abgedreht. Na gut, hier kommen wir erstmal nicht weiter. Also ich kann ja bis jetzt nur das machen. Oder kann ich irgendwo diesen... Moment. Benutze die Schubfähigkeit meines Roboterkostüms, um schneller als Travis zu sein. Aber wie mache ich das? Ist damit die Rollschuhkraft gemeint? Also, Roboterkostüm. Ein futuristischer Android oder Android, der mit Energieschildern und ionengetriebenen Schubraketen ausgestattet ist. Fokusangriff, Typ Fernkampf. Kampffähigkeit Raketenhagel, fügt allen Gegnern direkten Schaden und Folgeschäden durch einen Feuereffekt zu. Erkundungsfähigkeit Schub. Herkunft, meine Mama hat dieses wunderbare Kostüm für mich zu Halloween gebastelt. Dorzilla, die Hexe, hat die Materialien in Auburn Pines verteilt, aber ich habe sie wiedergefunden und konnte das Kostüm rekonstruieren. Okay, dann nehme ich mal an, das hier ist die Schubfähigkeit. Aber wie mache ich das? Hä? Ich bin nicht fürs Scheitern programmiert. Oh Mann, ich hasse Nervensägen. Lauf! Oh, ich werde dich zermatschen wie einen Kürbis, der schon... Lauf! Was? Können wir uns nicht einfach hinsetzen und drüber reden? Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Ah! Okay, ich kann jetzt nicht lesen, was der sagt. Ich muss mich konzentrieren, damit ich gewinne. Nein, hol mich ein. Ha, hab ich dich. Langsam, Botter. Mist. Naja, vielleicht klappt es beim nächsten Mal besser.